Dann ist der nächste Schritt, die nächste Kammer ist Al-Fuad, beziehungsweise entschuldigt Al-Qalb. Also Al-Sadru, dann kommt Al-Qalb. Al-Qalb wurde Al-Qalb genannt, weil er sich wendet und dreht. Und Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns ein Beispiel gegeben für diese Bedeutung. Er sagte, alaihi salatu wassalam, das Herz eines Gläubigen, das Herz ist so wie eine Feder. Das Herz ist so wie eine Feder, die vom Winde verweht wird. Sie dreht sich von Rücken auf dem Bauch. Ja, also, Wahran libatun. Also sie dreht sich, eine Feder. Schon mal eine Feder gesehen? So, und wenn die jetzt in der Luft fliegt, da kommt ein Wind von rechts, ein Wind von links, ein Wind von oben, ein Wind von unten. Was macht diese Feder? Sie bewegt sich so und so. So ist dein Herz. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch steht auf als Gläubiger und am Abend ist er ungläubig. Und ein anderer ist am Abend ungläubig und am nächsten Morgen ist er gläubig. Also der Mensch ändert seine Haltung, ändert seinen Zustand. Und deswegen müssen wir Allah anflehen, dass er uns festigt, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet also, wenn die Information, zum Beispiel über Allah, Allah sieht dich, Allah hört dich, die Engel sind neben dir, rechts und links, der rechte Engel schreibt die guten Taten auf, der linke Engel schreibt die Sünden auf. Diese Glaubenslehre, die wir lernen, ist ja nicht dazu da, um zu diskutieren oder zu philosophieren, sondern die Glaubenslehre, die Aqida, lernen wir, um es umzusetzen, um es in Taten zu verwirklichen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer die Glaubenslehre mit dem Charakter verbunden. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der möge Gutes sagen oder schweigen. Dass du Gutes sagst oder eben schweigst, ist was? Ist ein Charakterzug. Was führt dich zu diesem Charakterzug? Dein Glaube. Deswegen hast du einen richtigen Glauben, eine richtige Aqida, dann muss das deutlich werden in deinem Charakter. Hast du einen schlechten Charakter, dann hast du eine falsche Aqida. Aber Sekunde mal, ich habe alle Bücher von Ibn Taymiyyah auswendig. Wie sieht dein Charakter aus? Ich habe bei 100.000 Gelehrten gelernt. Wie sieht dein Charakter aus? Das ist kein Maßstab. Das heißt, dass du viel Wissen hast, ist nicht der Maßstab, sondern was setzt du um von diesem Wissen? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, Wissen ist nicht das Anhäufen von Informationen. Wissen ist Umsetzung. Umsetzung in Taten, insbesondere in welche Taten? Im Charakter. Dass du ein anständiger Mensch bist. Ja, dhakir al-ashab, komm mutadiban.